Vom Lumberger Hof fahren wir los zum Neunerköpfellift. Da geht es mit der Gondelbahn hoch. Da sind wir schon auf 1800 Meter. Dann machen wir einen kurzen Abstecher auf den Neunerköpfelgipfel. Da hat man schon eine wunderschöne Aussicht. Man sieht den Haldensee und die ganzen Dannheimer Taler Berge rundum. Ja, am Neunerköpfelgipfel, da steht auch das größte Gipfelbuch der Alpen. Da können wir uns eintragen. Danach geht der Weg weiter vorbei an Arnika und auch die Alpenrosen können wir hier im Frühjahr bewundern. Danach kommt der Aufstieg zur Schochenspitze. Die ist 2069 Meter hoch und ein echtes Aussichtshighlight. Man sieht da auch die berühmten drei Seen, die Lache, den Traualpsee und runter bis zum Vilsalpsee. Da machen wir dann kurz Stopp und kneipen im erfrischenden See. Also am Neunerköpfel gibt es auch diesen wunderbaren Rundweg für Gäste, die nicht so weit wandern wollen. Dauert circa eine gute Stunde. Hier hat man auch einen wunderschönen Ausblick rundum. Danach kann man einen schönen Einkehrschwung machen in der Gundhütte und dann mit der Gondelbahn wieder ins Tal.